Das war gar nicht so übel. Wenigstens sind jetzt schon mal ein paar tot und wir brauchen einiges an Munition. Ich weiß nicht, warum wir so wenig Munition haben. Aber gleich müssen wir mal ein paar der Leichen töten. Ja, genau. Ein paar der Leichen töten. Sehr gut. Ein paar der Leichen durchsuchen. Nicht so viel bewegen. Dann wandern wir jetzt einfach hin und her und erschießen die Leute. Das ist sowieso das, was ein Scharfschütze tun sollte. Und dann kommen wir hier auch irgendwann mal aus der Ecke raus. So, jetzt müssen wir aber wandern, sonst schießen wir wieder aus demselben Bereich. Das ist nicht gut. Aber es ist schon weniger geworden. Also die Markierten haben wir jetzt langsam. Und gefährlich sind natürlich jetzt noch die nicht markierten Gegner, die irgendwo rumschatromern. So, gucken wir mal. An den kommen wir aber nicht ran. Der hockt da hinter einer Wand. Vielleicht ist ja an dem Durchgang die Wache jetzt irgendwie erreichbar. Aber guck mal, er bewegt sich auch immer weiter zu uns. Und... Mist. Das war nichts. Aber egal. Das schaffen wir schon noch. So, jetzt würde ich gerne mal wissen. Ach, guck mal, ich bin genau da in diese blöde Mine reingelaufen. Alles klar. Schön der einen weiträumig ausgewichen, dafür in die andere genau reingerannt. Die Mafia scheint sich auf der Werft selbst bedient. Warum bedient sich die Mafia? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Karl. So. Jetzt muss ich aufmerksam sein, dass ich die letzten Wachen finde, weil da ist noch einer, den ich nicht markiert habe. Der ist hier um die Ecke. Aha, guck mal. Da sind noch ganz viele. Eins, zwei... Gut. Schauen wir mal vorsichtig. Hallo? Ah. Da ist er. Den kriegen wir aber. Hoffe ich. Hallo? Scheiße. Oder auch nicht. Ah, witzig, der sieht uns nicht. Wenn wir den jetzt erschießen... hallo? Warum? Warum kann ich... Warum kriege ich keine Meldung hier von wegen... Läuft total super, kannst du gut machen. Oh. Ich kann ja pfeifen. Ja, ich wollte mal einen Stein, bitte.
kein Rot. Interessant. Jetzt Rot? Warum konnte ich ihm denn jetzt nur tödlich ins Knie schießen? Das verstehe ich nicht. So. Ich denke, wir haben jetzt die eine Seite halbwegs geleert und können dann so langsam loslegen. Ihn müssen wir auf jeden Fall noch aussortieren. So, wo ist denn unser Opfer? Da sind Opfer auf jeden Fall von uns. Die müssen und können wir jetzt mal durchsuchen. Oh, schön. Der hat genau das, was wir brauchen. Verband, Stolpermine. Ein Traum. Sehr gut. Sowas brauchen wir. Okay, da, von da oben haben wir geguckt. Da ist der Tunnel, aus dem dann plötzlich noch einer rauskam. Wo ich gedacht habe, der würde von oben kommen. Aber hier scheint leer zu sein. Das haben wir zumindest schon mal geschafft. So. Hier ist nichts mehr zu sehen, das heißt, das wir durchsuchen alles. Jetzt einfach. Und hier auch. Oh, ist da ein Waffenständer? Okay, da hinten sind natürlich wieder ein paar Gegner. Ach, guck mal hier, Mafia. Jetzt verstehe ich das. So, was haben wir hier? Munition, 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 Munition. Müssen wir echt hier rein? Ich hasse Kämpfe in Gebäuden. Ist das das Lager? Warte, Moment. Wo mein Ziel? Information finden. Alles klar. Nicht das Lager. Man hat natürlich hier auch einfach mal eigentlich streng genommen keine Map, die einem wirklich sagt, wie das Ding hier aufgebaut ist. Man hat nur, achso, die Ansicht von oben. Und aus der ist es ein bisschen schwer, sich Sachen abzuleiten. Was es wohl zum Abendessen gibt? Das geht dich gar nichts mehr an. So, einen haben wir schon mal. Pass auf Mafia-Gesindel auf, okay. Was haben wir hier? Oh. Ach so, ich dachte, wir könnten damit was machen, aber wir konnten, glaube ich, nur aus der Deckung kommen. So, ich würde auch, also ich weiß nicht, was für was in den Gasflaschen genau ist, aber es erscheint mir gefährlich, ein brennendes Fass neben Gasflaschen stehen zu haben. Okay. Ah, da. Der hat offenbar die Leiche entdeckt. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt ihn direkt töten kann. Ja. Das geht. Einmal quicksaven. Das Lagerhäuschen ist... Ne, was ist das? Da
Das ist irgendein großes Bahnhofsgebäude, in dem verladen werden kann, wahrscheinlich, ne? Verladebahnhof, ähnliches Gedöns. Leiche durchsuchen. So sieht's zumindest aus. Ob unterirdisch, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil wir sind ja nicht draußen. Oh, nett. Können wir das gleich benutzen? So, ich würde am liebsten... Ja, das ist eine gute Idee. Guck mal an. Sowas können wir immer gebrauchen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Lärm. Ich sehe niemanden, aber ich weiß, dass sie da sind. Ich sehe immer noch niemanden, der Mann aber sieht irgendwo wichtig müssen aus sie sein. Und hat bestimmt was Nützliches dabei. Welcher Mann? Welcher Mann? Von wem sprichst du? Was zur Hölle? Irgendjemand ist verwirrt und guckt sich die Sache mal näher an. Oh, da ist ein Offizier. Okay. So. Meinte er den Mann? Jetzt muss ich die Augen offen halten. Was er wohl hinter Schloss und Riegel aufbewahrt? Tresorkombination des Aufsehers. Okay. Oh. Jetzt sind sie da ganz aufgeregt, die Leutchen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mal ein bisschen weiter abhauen. Heieiei. Oh, shit. Die kommen ja richtig nah. So. Okay. Das kann passieren, offenbar. Ach, die untersuchen... Die untersuchen tatsächlich den Lärm von dem Motor. Machen die den auch wieder aus? Das wäre natürlich nicht so gut, aber... Naja. Ach, guck, da ist einer. Den können wir uns direkt mal markieren. Soll ich mich einfach trauen? Guck mal, wir kennen ja jetzt den Quick-Save-Button. So, jetzt schleiche ich mich aber hier mal langsam wieder raus. Aus der Schusslinie. Und dann können die da hinten durchsuchen und untersuchen, wer denn da geschossen hat. Und, wir sind dann schon lange weg. Hoffe ich. Einfach mal. So, da hinten ist noch Aufregung. Da sind noch ein paar Leutchen. Feind sucht. Jawohl. Die sind halt alle ein bisschen aufgeregt wegen der ganzen Leichen, die da liegen. Ah, und die haben den Motor offenbar ansatzweise repariert. Okay. So, aber vielleicht können wir ja immer mal wieder aus der einen Richtung und aus der anderen Richtung einen abmetzgern. Und wir gehen einfach mal raus. So ganz raus. Die sind nämlich, glaube ich, jetzt genau da, wo ich geschossen habe.